Wir fangen direkt mit ABK. Ibladi ist ad hominem und ich nicht. Keine Ahnung, was das heißt. Wird er wahrscheinlich im Video erklären. Let's go. Ja, Leute, was klappt? Checkt nach diesem Video die ersten Links in der Beschreibung. Wir haben alle auf den Kanälen auch noch mal Videos gedreht. Gebt euch und jetzt viel Spaß. Diese YouTube geht weiter. Ey. Oha! Was geht bei seinem Desktop? Also mein Desktop ist auch voll, aber das hier, das ist extrem voll. Der hat nicht mal mehr Platz auf seinem Desktop. Was zum Fick? Ich frag mich, was diese ganzen Dateien sind. Licht aus, Bruder, Strom sparen. Boah, ein Schale fällt dem schon. Ich sag ein Schale in einem Video, wo ich gleich wieder Leute beleidigen werde. Sein Video, wir gucken das jetzt nochmal. Iblasi wieder mal. Ich glaube, Iblasi mag es, Iblasi genannt zu werden. Nächstes Mal, wenn ihr ein Foto mit dem haben wollt, dann geht hin und sagt, Iblasi, können wir ein Foto machen? Er wird dann sagen, ja, kein Thema, kein Thema. Komm, wir machen ein Foto, Alter. Zusammen. Ich gehe aus Langeweile in meine Instagram-DMs und sehe eine Flut von solchen Nachrichten. ABK wird sich doch ficken. ABK, you come on. Herz, ABK, wir wollen jetzt mal wie starr, oder? Ich muss meine Mutter verteidigen. Sachen habe ich aber auch schon damals kritisiert, zum Beispiel seinen Umgang mit der Apo Red vs. Carina-Sache. Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag Ibladi wirklich. Also, ich mag ihn sehr. Seine Videos haben mich damals echt unterhalten. Mittlerweile macht er halt, glaube ich, auch nur noch so Reactions und sowas. Aber seine Videos waren damals echt Legende. Also, man kann sagen, was man will, aber Ibladi war schon eine Art Legende auf YouTube. Mal schauen, was er zu sagen hat, der Ibladi. Und was ABK diesmal zu sagen hat. Weil ich denke, der hat eigentlich schon genug gesagt, aber der macht immer wieder Videos. Der will die YouTuber komplett wegbumsen, Alter. Also, was er da über Carina abgelassen hat. Du bist eine Fotze, bist voll am Scheißelabern. Ich schwöre, das habe ich gar nicht zu Carina gesagt. Guck mal, Leute, wie die Szene im Original war. Warte, wer ist jetzt Carina? Diese ApoRed-Sache habe ich damals nur nebenbei mitbekommen. Ich habe da keine Ahnung, was da abging, um ehrlich zu sein. Es war die Zeit, wo ich auf YouTube inaktiv war und mich auf private Dinge konzentriert habe. Dann hat sich noch Samira bei mir gemeldet und mir folgenden Chat vorgelesen. Nice. Wer ist jetzt Samira, arme Nachkommen, Alter? Was geht? Von jeder Ecke kommen immer neue Menschen dazu. Was ist los hier? Ich verstehe gar nichts mehr. Nice, meine Freundin und ich finden dich heute. Wir teilen alles. Ich so, what the fuck? Also Leute, was will er von mir? Wenn du dich fragst, was will er von mir, dann block, ignoriere den und lösch einfach. Sag viel. Das aufnehmen, wie die so mit dem schreibt. Ninja, der mit das gefringte Upgrade. Du bist eine Fotze. Bist das habe ich gar nicht zu Carina gesagt. Ihr seid so schlecht, ihr YouTuber. Walla, ihr seid schlecht. Mittlerweile... Ja, aber ich verstehe nicht, warum gehen die erst jetzt auf dieses Thema ein? Das war ja vor einem Jahr, meine Nachkommen, ey. Warum gehen die jetzt darauf ein? Ich verstehe gerade gar nichts. Jeder Zuschauer, der diese ganze Thematik verfolgt hat, checkt langsam, die sind wirklich alle fake. Ich hätte niemals gedacht, dass es auf YouTube alles so leicht wird. Und dann ist ABK einfach wieder gegen die gegangen. Und jetzt sind wir sogar bei Nick und mir angelangt. Guck mal, Leute, jetzt hier wieder. Warum zeigst du nicht, warum ich über deinen Kollegen Nick gesprochen habe? Ja, wer ist jetzt Nick, arme Nachkommen? Wer ist Nick? In einem Video kommen 1 Million Namen. Arme Nachkommen, wo soll ich... Alter Junge, ich bin gerade auf 180. Ich kann nicht einmal normal reagieren, ohne dass 1 Million Namen erwähnt werden, Alter, die ich nicht mal kenne. Ich will neutral bleiben, verstehst du, was ich meine? Ich will ganz normal meine Meinung dazu sagen. Aber wie soll ich meine Meinung zu etwas sagen, worüber ich nichts weiß, Alter? Ich klicke das an, ich sehe auf einmal 1 Million neue Menschen, die mit einverwickelt werden in den Beef. Ich verstehe gar nichts mehr, Bruder. Ach, scheiß drauf, Mann. Lass einfach weitermachen. Fuck drauf, Mann. Eine Sache, die mir an ABK aufgefallen ist, schon von Anfang an, ist die Tatsache, dass er gerne Scheinargumente verwendet. Wem von euch ist ad hominem ein Begriff? Halt die Fresse, jetzt kommt. Ach so, deswegen hat er seinen Titel Ibladis ad hominem genannt. Was für ad hominem, Junge? Das klingt wie so ein Anime-Bösewicht. Goku kämpft nicht gegen ad hominem. Geh ihm nicht zu nah, Alter. Der ad hominem, der wird dich vernichten. Du hast den Charakter oder eine persönliche Eigenschaft deines Diskussionsgegners angegriffen, um dessen Argumentation zu untergraben. Oder wenn ich zu meinem Vater irgendwas mit ad hominem sage, der gibt mir eine Ohrfeige, Bruder. Ich werde diese Ohrfeige nie wieder mehr in meinem Leben vergessen, bis ich 90 Jahre alt bin. Eine dicke, fette, saftige Ohrfeige, wenn ich irgendwas mit ad hominem sage, während ich mit ihm gerade diskutiere. Nee, sorry. Aber ad hominem, Bruder, dafür fliegen Ohrfeigen bei uns in der Familie, sorry. Sagt euch der Begriff ad hominem wirklich nichts? Sag mal das erste Wort. Ad. In der Ad, bevor du nicht meine E-Mail-Adresse Kennst du den, sei mal ehrlich, Bruder? Ab und zu ist ein Lust von 1, Bruder, ich schaff, Kuhan, wer soll sowas wissen? Nicht mal Siri weiß sowas, wow. Keine Ahnung, also ich persönlich habe auch noch nie in meinem ganzen Leben von diesem Wort gehört. Siri, was heißt ad hominem? Du bist der Hurensohn, was stellst du mir für Fragen? Nicht mal Google will dir sowas beantworten. Jetzt
Neue Siri-Update, der beleidigt dich einfach. Geht shit, bra, geht shit. Weil es gibt so fanatische YouTube-Fans, also gar nicht nur auf ABK bezogen, sondern... Das Lustige ist, die ganzen anderen YouTuber, die gegen ABK ein Video machen, nehmen das wirklich sehr ernst, versuchen irgendwie wirklich Punkte zu finden, wie die ABK auseinandernehmen können. Die recherchieren tagelang, Nächte. Und ABK macht einfach im Video, der chillt seine Eier und lacht einfach über dieses ganze Thema. Der nimmt es gar nicht ernst. Wenn ich die wäre, würde ich jetzt einfach meine Schnauze halten oder beziehungsweise würde ich es nicht ernst nehmen. So, wenn ich sehe, okay, mein Gegenüber nimmt mich nicht ernst, wenn ich versuche mit ihm zu diskutieren, argumentieren, dann lasse ich es einfach sein. Die Sache mit dieser Rift ist einfach, dass die sich da eingemischt hat, obwohl ich die nicht einmal erwähnt habe und sonst was. Dann fängt die an zu beleidigen. Okay. Da muss ich ihm echt recht geben. Also diese Rift, die hatte nichts mit ABK zu tun. Noch nie. Überhaupt nichts. Sie sagt einfach im Stream, ja, was hat der ABK studiert? Vielleicht Hurensohn sein oder was? Du hast nichts mit dem zu tun. Warum musst du sowas im Stream sagen? Das geht gar nicht. Und genau deswegen kann ich sie nicht leiden. Aber so sind viele Streamer, nicht nur diese Reef. Die mischen sich in irgendwelche Angelegenheiten ein und fangen an, irgendwie klug zu scheißen. Und sowas kann ich gar nicht leiden. Das erinnert mich an meine alten Klassenkameraden. Die haben sich auch immer in Angelegenheiten eingemischt und einen auf Klugscheiße gemacht. Und im Endeffekt wurden die gebumst, weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall, Leute, gucken wir jetzt das Video von unserem offiziell staatlich anerkannten Volksverhetzer. ABK wird immer schlimmer. Nein. Na, jetzt kommt wieder Kuchen. Dazu hat er nicht die Eggs für. Ich sag mal, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ABK ist pädophil. Ja, ich habe jetzt ja keine Beweise dafür, aber könnte ja sein. Wer weiß, Digga, ne? Kuchen TV könnte wirklich einfach ein Lehrer von mir sein, von damals. Diese spießigen Lehrer, kennt ihr die? Zum Beispiel Deutschlehrer oder so. Ja, genau, Deutschlehrer. Die einen immer verbessern. Das könnte Kuchen TV sein. Diese Deutschlehrer, die, du sagst irgendetwas, die verbessern dich, aber wenn du sie verbesserst, dann werden die stinkig und sagen, raus aus dem Klassenzimmer. Du warst bestimmt vor der Playboy in der Realschulzeit. Bei den Mädels nicht, aber bei den Männern, ja. Digga, du hast noch nie jemanden fertig gemacht. Ja, es ist so cringe, weißt du, das ist dieser Typ aus der Klasse, der jedem sagt, ja, Digga, ich hau dir aufs Maul. Bruder, er spricht von, das ist dieser Typ aus der Klasse. Bruder, du bist dieser Typ aus der Klasse, der spießig ist. Ach, Bruder, ey, das ist nicht dein Ernst, Bruder. Genau so einer sagt, das ist der aus der Klasse. Bruder, du bist der aus der Klasse, der einem nicht die Hausaufgaben geben wollte, weil du nicht gegönnt hast. Genau du bist so einer gewesen, der jetzt hier auf YouTube sein Unwesen treibt, Alter. Oh, und wenn du da vor dem stehst, liegt er auf dem Boden, Alter, und gibt dir sein Taschengeld einfach so. Oh mein Gott! Warte nochmal, was hat er gesagt? Ja, es ist so cringe, weißt du, das ist dieser Typ aus der Klasse, der jedem sagt, ja, Digga, ich hau dir aufs Maul, ich hau dir aufs Maul. Und wenn du da vor dem stehst, liegt er auf dem Boden, Alter, und gibt dir sein Taschengeld einfach so. Du nimmst von niemandem Taschengeld weg! Nie im Leben! Nie im Leben! Du hast von niemandem Taschengeld weggenommen! Nie im Leben! Niemals! Niemals! Niemals. Wenn du von jemandem Taschengeld weggenommen hast, dann werde ich mein Leben lang nur noch auf Männer stehen. Ob ich will oder nicht. Guck dir doch das Video von KuchenTV an. Da siehst du es auch von der anderen Seite. Es gibt keine andere Seite. Fertig. Er hat von niemandem Taschengeld weggenommen. Er war ein Spießer damals in der Schule. Er war ein Spießer, der seine Hausaufgaben nicht teilen wollte. Fertig. Da gibt es keine andere Seite und Perspektive. Mich interessiert gerade nicht dieses Thema. Ich möchte was dazu sagen, darf ich? Gina möchte was dazu sagen. Was? Die Freundin heißt Gina? Ganz kurz, Gina. Es ist echt schön, dass du dich jetzt an einen Kuchen rangemacht hast und jetzt mit ihm verheiratet bist. Aber du weißt, wer dein richtiger Mann ist, oder? Seitens Ziffer. Die denkt jetzt nur, weil die KuchenTV mit einem anderen Typen mal betrogen hat, dass sie den weiterhin hier verarschen kann. Da ist KuchenTV schon reifer geworden. So einfach kannst du den nicht hochnehmen. Ne? Darf ich was dazu sagen? Ja. Darf ich? Ja. Die hat dich doch gar nicht beleidigt. Doch? Nein, die Hurensohn sein. Das hat ich gar kein Hurensohn sein. Sein! Sieht einfach aus wie die behinderte Schwester von Tramax. Ich schwöre auf deine Mutter. Alter! So redet man nicht mit der Frau von Seiten Ziffer. Alter, nimm das wieder zurück, sonst hast du Probleme mit Seiten Ziffer, Alter. Ja, ABK, dann komm, Digga. Trimax und Amar machen doch so ein Box-Event. Digga, dann machen wir einfach auch einen Kampf. Ich hau dir auf die Schnauze. Er haut ihm auf die Schnauze, sagt er. Wo hat er diese Kühnheit her, dass er hier einen auf dicke Eier macht? Ich verstehe das nicht. Warum macht er in dieser Szene einen auf dicke Eier? Aber ich bin im Internet ein Lappen und ich bin auch im echten Leben ein Lappen. Ich habe Minderwertigkeitskomplexe, wohingegen du arrogant bist. Obwohl, warte mal. Arroganz ist das Selbstbewusstsein des Minderwertigkeitskomplexes.
Das haben wir beide Minderwertigkeitskomplex und das ist gut. Digga, ich kaufe deiner Mutter ein Haus, wenn du mit mir das Kaffee und Kuchen drehst. Digga, wenn du dann nein sagst, lost. Die laufenden Kosten für ein Jahr. Mein Bruder, langsam, also das ist echt respektlos. Er sagt, ich lade dich zum Kaffee und Kuchen ein und ich kaufe deiner Mutter ein Haus. Was ist das für eine Aussage? Also, so macht sich doch ein Mensch doch immer mehr unsympathisch, oder nicht? Ich kaufe deiner Mutter ein Haus. Komm schon, was... Also, ehrlich, hey, das ist doch echt respektlos. Also, das ist echt respektlos. Das ist echt auf indirekte Art und Weise die Mutter beleidigen, kann man sagen. Merkt ihr, warum ich sage, dass der arrogant ist? Hey, BK, ich gebe dir 10.000 Euro für ein Interview. Nein, ich gebe dir sogar 20.000. Ich kaufe deiner Mutter ein Haus. Denkst du, du kannst dir alles kaufen? Es gibt Sachen im Leben, die wirst du dir niemals kaufen können. Die wirst du dir auch niemals zurückholen können. Das ist für mich wie so, wenn so Leute mit dir reden und die so das Geld dahin werfen. Dieses so, wo ich mir denke, bah, lieber bleibe ich arm und hab so meinen eigenen Stolz für mich. Jeder gibt vor, irgendjemand zu sein, der er gar nicht ist. Jeder gibt vor, hier der Krasseste zu sein und der Reichste zu sein und so. Wer wirklich reich ist, bin ich mit meiner 50.000 Euro Versace-Kette. Die hat keiner von euch. Das ist Reichtum. 50.000 Euro Kette. Ich sag euch ehrlich, auch wenn ich nur Mindestlohn verdiene mit dem, was ich gerade mache, wenn ich davon leben kann, dann bin ich damit zufrieden. Hauptsache, es macht mir Spaß und ich kann davon leben. Gechillt, bra. Ich mache mir keinen Stress auf der Arbeit. Ich arbeite nicht irgendetwas, was mir nicht gefällt. Versteht ihr, wie ich meine? Ich zwinge mich nicht, irgendwo bei einem Job anwesend zu sein, für jemanden zu arbeiten, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Solange es mir Spaß macht, so, solange ich es mit Herz mache, mit Leidenschaft, bin ich zufrieden. Da brauche ich keine 20.000 Euro im Monat. Ihr könnt mir alle die Eier lecken. Also nacheinander. Ihr könnt alle eine Reihe bilden, alle YouTuber, ihr könnt mir die Eier lecken. Weil mich interessiert diese ganze Geldscheiße nicht und dieser ganze Materialismus. Ich will kein Lamborghini, ich will kein Ferrari. Auch wenn es von außen so aussieht, als wäre ich geldgeil, solange ich so Mindestlohn verdiene, solange ich davon leben kann, bin ich zufrieden. Ich bin echt kein materialistischer Mensch. Rede darüber und so. Aber egal, Leute, ich bin bei weitem nicht so reich wie der. Ich will natürlich Geld verdienen, ich will auch reich werden, aber ich will dabei nicht Reichtum von meinem Herzen verdienen. Wisst ihr, was ich meine? Ich sage euch einfach, Leute, genießt die Zeit, wo ihr keinen Partner habt. Weil das ist die Zeit, an die euch zurückerinnern werdet, sobald ihr mal ein bisschen Geld gemacht habt. Da werdet ihr euch eher an die Nächte zurückerinnern, wo ihr euch darüber gefreut habt, wenn ihr am nächsten Tag ein bisschen Geld hattet, um euch ein Videospiel oder ein Kleidungsstück zu kaufen. An alle Leute, die so in Armut... Guck mal, man kann sagen, was man will. Man kann von ABK halten, was man will. Aber was ich bei ihm gut finde, ist, er gibt den Leuten immer was Schönes mit. Immer am Ende. Am Ende des Videos gibt er denen immer was Schönes mit. Dinge, worüber man wirklich sehr nachdenkt. Versteht ihr, wie ich meine? Und das macht keiner. Das macht keiner. Das siehst du nirgendwo bei YouTube Deutschland. Nirgendwo. Jeder macht einfach auf Krampf sein Content. Jeder verstellt sich. Keiner gibt den Kindern irgendwelche guten Worte mit. Versteht ihr, wie ich meine? Und man kann sagen, was man will. Hatet ihn, wie ihr wollt. Aber er macht das Richtige. Wenigstens zeigt er ein bisschen Menschlichkeit. Die anderen YouTuber machen das alle nicht. Und er hat nichts davon. Er kriegt kein Geld. Seine Videos sind meistens gelb. Vielleicht kriegt er Bekanntheit. So. Kann ab und zu mal Product Placements und sowas machen. Aber er ist nicht dazu verpflichtet, gute Worte in seinen Videos zu sagen. Die Leute feiern ihn auch so, auch wenn er nicht gute Worte sagt. Er hat nichts davon. Aber er macht's trotzdem. Das zeigt, dass er wirklich ein guter Mann ist. Und ich leck keine Eier. Ich sag wirklich das, was ich denke. Schaut mal. Vor was soll ich Angst haben? Selbst wenn ich ein ABK jetzt nicht feiern würde und sagen würde, ABK ist der größte Fisch. Ich mag ihn gar nicht. Er ist ganz negativ in seinen Videos. Selbst wenn ich das sagen würde, was würde im schlimmsten Fall passieren? Von seiner Community würden Leute kommen, mein Video disliken. Ihr wisst ja, wie meine Einstellung zu Dislikes ist. Es geht mir am Arsch vorbei. Es geht mir an meinen Klöten vorbei. Hate interessiert mich nicht. Wenn ich auf der Straße bin und es mir dann jemand ins Gesicht sagt, dann können wir nochmal reden. Aber diese Internetwelt interessiert mich nicht. Und ich sage wirklich meine Meinung. Also das ist meine ehrliche Meinung. Der Typ macht alles richtig. Also macht meistens alles richtig. Ich habe meine kleine Community und ich bin damit zufrieden. Fertig. Ich brauche nicht noch mehr. Dislikes sind wie Likes, bloß verkehrt herum. Perfekt. Also Kameramann Ritter hat es auf den Punkt gebracht. Selbst wenn ich Dislikes habe, dann drehe ich einfach mein Handy um und tue so, als ob es Likes wären. Guckt mir, das ist die Zeit, die euch in eurem Leben am meisten prägen wird. Und das ist die Zeit, die ihr auch niemals vergessen werdet. Wo ihr mit der Familie da saßt, jeden Cent 3-4 Mal umdrehen musstet. Deswegen, egal wie erfolgreich ihr werdet, vergesst niemals, woher ihr kommt. Jetzt, unabhängig von denen, habe ich gerade schon längst vergessen. Ich will gerade auch nur mit euch so reden, auf menschlicher Ebene. Wir kommen nackt und ohne gar nichts auf die Welt und wir gehen auch nackt und ohne gar nichts von dieser Welt. Wenn euer Bankkonto immer größer wird, aber ihr auch noch im Herzen immer leer werdet, welcher YouTuber sagt sowas in seinen Videos? Wer sagt sowas? Versteht ihr, wie ich meine? Ihr müsst mich verstehen. Bitte, seid nicht verblendet. Also diejenigen, die jetzt hier sind und ABK am Haten sind, denkt doch mal logisch nach. Welcher YouTuber gibt sowas mit? Dann ist das nicht der richtige Weg. Meistens müsst ihr vorsichtig sein bei manchen Sachen. Hört dann mit denen auf, wenn sie anfangen am besten zu schmecken. Man muss halt Prioritäten setzen. Aber die erste Priorität sollte immer die Reinheit deines Herzens sein und nicht irgendwie dein Bankkontostand oder sonst was. Und egal, wie viel Geld ihr verdient, stellt euch niemals über andere. Stabil.
Hat mir auch sehr gefallen. In dem Video hat er auch nicht beleidigt. Also an die KuchenTV-Supporter und iBladi-Supporter, die ABK am Disliken sind und am Haten sind, haben euch die Worte am Ende nicht gereicht, um euch zu überzeugen, dass der Typ kein Mistkerl ist? Man kann auch sagen, es ist seine Masche, nur um uns zu manipulieren. Aber ich bitte dich, was für Masche. Er hat 1,1 Millionen Abonnenten. Er hat es nicht nötig, bei uns Eier zu lecken. Er hat seine Community schon aufgebaut. Boah, jetzt habe ich mich da viel zu sehr reingesteigert. Jetzt habe ich gar keine Energie mehr für die anderen Videos. Aber komm.